So, wir wollen so schnell wie möglich hier weg. Und mit so schnell wie möglich meine ich so schnell wie möglich Transversales. Wir haben ganz, ganz viele Ausgänge. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal den, wo wir hergekommen sind. Das müsste der da oben gewesen sein, oder? Ja, das ist der einzige östliche. Okay, dahin. Transversalis Teleport. Hat geklappt. Piu, piu, sehr schön. Und raus hier. Ja, verlassen. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Das ist vollkommen richtig. Wir würden gerne unsere Route planen. Wir wollen nach Südosten. Ja, wir wollen nach Südwesten. Ja, wir wollen nochmal nach Südwesten. Aber dann wollen wir nicht direkt nach Lowang rein, sonst verlieren wir schon wieder alles, was wir haben. Sondern zum Hintereingang, der müsste da gewesen sein. In dem Wäldchen. Eine neue Strecke erkunden. Ohne Schuh zu gehen ist für Aktan schmerzhaft. Oh, okay, Reise unterbrechen. Stimmt, er war ja nicht besonders gut ausgerüstet. Dann geben wir doch mal von Gerugon einen Umhang. Schuhe müssten wir auch noch irgendwo haben, genau. Hose wird eng. Da dürften wir nichts haben. Wasserschläuche haben wir auch keine über. Essen können wir ihm was geben. Eine Ration zumindest. So. Und eine Decke. Gerugon hat ja immer noch seinen Schlafsack. Das dürfte hinhauen. Und Gerugon ist ein wenig zäher als die Elfen oder Talana. Beziehungsweise die Elfen oder Talana. So müsste das klappen. Und Mürren wieder nach vorne. So, weiterreisen. So schnell es geht. Denn ich habe keine Lust, dass Tirik jetzt unterwegs umkippt. Es wird schon dunkel. Wir reisen trotzdem weiter. Auch wenn es nur ein kleines Fitzelchen ist, ein Stück. Jedes bisschen hilft. Also, wir würden gerne Wachen aufstellen. Da kann Aktan sich jetzt mal beteiligen, da Tirik hier ausfällt. Also, Gerugon, Aktan, Gerugon. Jagen tut Mürren. Kräuter suchen Talana. 4 Stunden. Tirik geht es schlechter und Aktan geht es besser. Wirklich schlafen? Jo. Kein Zwischenfall. Sehr gut. Das letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre irgendeine Überfahrt. Was haben wir hier? Eine Fährmann. Das macht 5 Silbertaler pro Person. Wir haben es eilig. Hier sind 20 Silbertaler für jeden. Das sind mal eben 10 Dukaten gewesen. Mann, Mann, Mann. Weiter marschieren. So, dasselbe wie gestern. Tirik geht es wieder schlechter. Aktan weg, Tirik. Was ist denn los? Der arme, kranke Tirik. Ich habe was gehört. Werden bloß irgendwelche Tiere gewesen sein. Oh, sehr schön. Wie gesagt, ein Überfall wäre gar nicht gut. Also wir könnten dann unsere ganze Astralenergie verbraten. Aber ja, Tirik ist immer noch angeschlagen. Aktan könnte sterben, was absolut nicht gut wäre. Wir reisen weiter. Wir marschieren weiter. Und das kleine Stückchen dürften wir morgen schaffen. Sehr gut. Gleiche wie gestern und vorgestern. Jo. Keine Kräuter. Kein Überfall. Aktan schläft nicht besonders gut, weil er halb nackig da ist. Das muss er verkraften. Hier erreicht wieder die kleine Lichtung im Wald, an deren Ostrand die bemooste, überwucherte Reste einer zerfallenen Burg stehen. Wollt ihr in das Gemäuer eindringen und wieder den Geheimgang benutzen? Ja. Endlich. Meister Eolan erwartet euch bereits, zusammen mit 3 Wachposten. Als ihr eintretet, fällt er Aktan um den Hals. Naja, da war ja was. Nachdem sich die beiden Freunde ausgiebig begrüßt haben, wendet sich Eolan wieder euch zu. Das werde ich euch nie vergessen. Wie gesagt, wir werden das auf keinen Fall vergessen. Die Wachposten holen eure beiden Freunde, die ihr begrüßt. Der Weg zur Ruine soll euch fortan immer offen stehen, meint Eolan. Behaltet einfach den Schlüssel, es gibt mehrere davon. Wollt ihr Lowang endlich verlassen oder euch vorher noch ein bisschen in der Stadt umsehen? Ich bin sehr versucht, Lowang endlich zu verlassen. Aber nein, wir müssen wieder rein, um Tirik zu heilen.
Schwindel erreicht eine neue Stufe. Okay. Alles von Hand. Wir hätten gerne Körperkraft. Wir hätten gerne gesenkt. Ein wenig die Goldgier. Jo. Und wie viele Lebenspunkte bekommst du? 5. Sehr schön. Steigern würden wir gerne Stichwaffen. 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 Alles bis Lungen. Das ist nicht gut. Intuition können wir noch eine Menge steigern bei dir. Jo. Schlösser knacken ist hier schon recht gut. Taschendieb können wir nochmal steigen auf 10. Sehr schön. Wunden heilen und so weiter brauchen wir alles nicht. Gesellschaft feilschen. Wir brauchen nämlich sowas von viel Geld jetzt, um unsere ganze Ausrüstung zu ersetzen. Das ist nicht mehr feierlich. Und da hilft jeder Punkt. Schätzen kann sie auch nochmal erhöhen. Komm schon. So, Zechen, ja, ist auch okay, aber eigentlich wollte ich schätzen. Und vielleicht noch ein wenig bekehren, die ganzen Gesellschaftstalente halt. Auch wenn die Würfel da nicht besonders gut fallen. 4 Punkte hat sie nur noch. Akrobatik, Klettern, Schwimmen. Na komm, versuch nochmal Schlösser knacken. Nö. Taschendieb? Auch nicht. Ja, da ist nicht wirklich viel gesteigert worden. Aber wir sind endlich wieder vollständig. Auch wenn wir, abgesehen von Quellen, die sehr gut ausgerüstet ist, alle ziemlich schlecht ausgerüstet sind. Quellen hat auch keine Decke, keinen Schlafsack. Das müssen wir auch noch ändern. Akdan ist bestimmt mit seiner Ausrüstung durchgebrannt, so wie ich das sehe. Jo. Das Sumpfranzen-Dokument könnten wir eigentlich gleich wegschmeißen. Du nimmst deine Pfeile wieder in die Hand. Das Heidekraut. Komm, weg damit. Und Sumpfratzen-Dokument, wo bist du? Auch weg damit. Ich will nichts mehr haben. Ja, außer die Kristallkugel vielleicht. Die könnte mächtig sein. Von der will sich Talana auf keinen Fall trennen. Aber ja, alles andere, was an Sumpf erinnert, wird weggeschmissen. Schuhe brauchen wir keine mehr. Wir brauchen eine Decke. Zwei Schlafsäcke, drei Decken, zwei Wasserbeutel. Wir haben 20 Dukaten. Na gut, raus hier. Wir müssen jetzt zum nächsten Tempel und Tirik heilen. Zartempel. Das ist doch naheliegend. Tirik vor. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 20 Dukaten. Davon werden noch gleich mal 10 gespendet, also 100 Silbertaler. Und das ging ja fix. Hoffen wir jetzt, dass es der richtige Segen ist. Komm schon. Komm schon. Zafa hilft der gesamten Gruppe zu voller Energie. Das ist nicht das, was wir wollten. Also natürlich ist es schön, dass jetzt alle geheilt sind und so, aber ich hätte eigentlich ganz gerne die Krankheit geheilt, die wir so nicht heilen können. Müssen wir jetzt nochmal spenden? Wir haben doch so wenig. Hab Mitleid. Wir flehen jetzt schon seit Stunden auf dem Boden rum. Na gut. Nochmal 10 Dukaten. Und doch. Ja, kaum spendet mal 100 Silberstücke. Schon meldet sie sich wieder. Naja, diese Götter. Und? Nein. Tirik geht es schlechter. Jetzt haben wir keine 100 Silberstücke mehr. Oh. Komm. Bitte. Nö. Wir könnten es jetzt versuchen in einem Ingrim-Tempel. Der ist zwar nicht unbedingt so sehr für seine Heilung bekannt, aber es wäre Tiriks Schutzgott. Und vielleicht lässt sich da ja irgendwas drehen. Wenn das auch nichts wird, müssen wir unsere Waffen verkaufen und, ne, so wird das hier nichts.
Wenn das dann auch nichts wird, müssen wir uns Waffen verkaufen und am nächsten Morgen, der ja auch bald vor der Tür steht, einen Heiler aufsuchen, der dann hoffentlich zu einigermaßen kulanten Preisen versucht, ihn zu heilen. So, letzter Versuch. Du hast uns jetzt schon 3-4 Mal dasselbe gegeben. Nö. Ja. Was soll das? So, gibt es hier überhaupt einen Ingrim-Tempel? Raya, Fex, Hesinde, Travia, Boron. Schaut nicht gut aus. Pereine. Ingrim, doch. Sehr schön. Wo ist der Eingang? Hier. Natürlich haben wir jetzt kein Geld mehr zum Spenden. Aber wir versuchen es einfach so eine Weile. Na also. Der sieht doch schon gleich viel grimmiger aus. Komm. Wir wollen jetzt keinen Bergbausegen. Ingrim verbessert den Zustand eurer Waffen. Nee, komm. Die Götter wollen uns wohl nicht helfen. Wir müssten jetzt Geld bekommen. Und das tun wir am besten wo? Wir konnten hier unsere Waffen loswerden. Beim Magistrat. Wir haben zwar nur Säbel, aber na, vielleicht wollen die ja auch. Das war hier irgendwo. Schauhaus an welchen Künste. Nein, da wollen wir nicht wieder hin. Zum Tatort des Verbrechens zurückkehren ist keine gute Idee. Hotel Bunte Flucht, Zartempel. Ich hätte schwören können, deswegen wo hier gewesen. Hier war doch der Marktplatz. Ah ne, das war hier hinten. Magistrat, da. Dann müssen wir über die Brücke rüber. Und nach Westen. Wir wollen etwas spenden. Und zwar einen Heller. Dann gucken wir gleich wieder auf die Karte. Und haben zur Auswahl den Magistrat, die Markthalle. Fextempel, nö. Ein Lagerhaus. Ne. Magistrat ist unsere beste Chance, denke ich mal. Oder sonst die Händler. Da hätten wir eine Händlerin. Hier haben wir einen Händler, aber der Ugo Plotz sollte, glaube ich, ein recht unfairer Geselle sein. Haben wir noch irgendwo eine Waffenhändlerin? Kräuter. Waffenhändler. Da unten. Oh ja, erstmal zum Magistrat. Dahin. Osten. Wir haben etwas Dringendes vorzutragen. Wir können der Stadt Waffen anvertrauen. Hab vielen Dank. Ihr habt der Stadt große Dienste geleistet und sollt dafür belohnt werden. Die Frau verschwindet und kommt dann mit einem dicken Geldbeutel wieder. Das ist der gerechte Lohn für eure Hilfe. Die Götter mögen das ihre dazugeben. Ja, hoffentlich. Nach einer umständlichen Verabschiedung geht ihr wieder, im Bewusstsein ein gutes Werk vollbracht zu haben. So, wie viel haben wir bekommen? 250 Dukaten? Ich gucke jetzt mal lieber nach, ob wir nicht aus Versehen unsere magischen Waffen verkauft haben. Aber nee. Sehr schön. Die Säbel sind weg, die Knüppel sind weg. Und wir haben eine Menge Dukaten bekommen. Sauber. Das ist doch mal ein schönes Startkapital. So, jetzt müssen wir nur noch einen Heiler finden. Das ist ein Heiler. Und wehe, da wir jetzt 250 Dukaten für die Heilung haben. So, hallo Parinor. Wir hätten gerne eine Krankheit geheilt bei Tirik. 48 Silberstücke, das ist doch sehr human. Danke, danke, dass du uns nicht ausbeutest. Bei Pereine, irgendwas ist schiefgelaufen. Wenn das jetzt noch 50 Mark kommt, haben wir auch kein Geld mehr. Bei Pereine, irgendwas ist schiefgelaufen. Ah, Zar sei gedankt. Tirik hat die Krankheiten überwunden. Damit, liebe Freunde, haben wir es jetzt endgültig geschafft. Die Tortur ist vorbei. Wir sind wieder vollständig. Wir können dieses elende Drecksnest verlassen. Da war mir das Brot dann auch wesentlich lieber als diese Stadt hier.
Also wir haben das Schlimmste jetzt hinter uns, können wir die Stadt verlassen, unsere Wege gehen, nach und nach unsere Ausrüstung wieder zusammen kaufen und dann suchen wir weiter nach dem Salamanderstein. Aber jetzt erstmal abspeichern, dass wir das alles geschafft haben. Spiel sichern, ja, LP065. Ich wollte gerade Ausrufezeichen machen, aber Shift-Marker wohl nicht. Dann halt LP56, 1, 1 und bis gleich.